Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In dem heutigen Video sind wir mal wieder in der Vektorrechnung unterwegs. Und ich möchte ganz konkret mit dir darüber sprechen, wie man den Mittelpunkt einer Strecke berechnet. Du siehst, wir haben jetzt hier zwei Punkte gegeben. Einmal den Punkt A und einmal den Punkt B. Die können ja irgendwo liegen. Und zwischen diesen beiden Punkten findet natürlich wenn man diese beiden Punkte verbindet, entsteht eine Strecke. Das heißt, mit einem Anfangspunkt und mit einem Endpunkt oder andersrum, das spielt keine Rolle. Und ich möchte gerne mit dir heute darüber sprechen, wie man genau diesen Mittelpunkt dieser Strecke berechnet. Und das Ganze mit Hilfe von Vektoren. Ja, wenn dich das Ganze interessiert, dann würde ich sagen, bleibst du jetzt einfach dran, denn genau das schauen wir uns gleich nach dem ganz kurzen Intro gemeinsam an. Ja, die Berechnung des Mittelpunktes ist gar nicht so schwer, denn hierfür gibt es tatsächlich eine Formel, die du schon hier siehst. Ich möchte dir allerdings ganz kurz erklären, warum die Formel genauso funktioniert, wie sie funktioniert. Übrigens gibt es zwei Varianten. Ich kann die zweite Variante auch gerne nochmal daneben schreiben. Also wir wollen jetzt die Koordinaten von diesem rot eingezeichneten Mittelpunkt haben. Es ist immer so, dass man logischerweise im Koordinatenursprung startet. Das heißt, wir sind erst einmal hier. Und dann ist es ja sinnvoll, vom Koordinatenursprung zu einem dieser beiden Punkte zu gelangen. Ich habe mich jetzt hier für den Punkt A entschieden. Das heißt, wir gehen vom Koordinatenursprung zu dem Punkt A. Das heißt, von O nach A. Das heißt, wir sind jetzt schon mal hier in diesem Punkt. Und jetzt ist es so, dass es nicht sinnvoll ist, von A nach B komplett zu gehen, denn dann wäre ich ja bei Punkt B und das ist zu weit. Der Mittelpunkt ist nämlich genau auf der Hälfte der Strecke von A nach B. Daher brauchen wir natürlich den Vektor von A nach B, da es die Richtung ist, in der wir uns weiter fortbewegen müssen sozusagen. Allerdings nicht die volle Strecke, sondern nur noch die Hälfte. Und einen Vektor verkürzt man auf die Hälfte, indem man diesen mit 1/2 multipliziert. So, und das ist dann auch schon die Formel, die wir jetzt anwenden werden. Jetzt ist es so, dass jeder Vektor, der im Koordinatenursprung anfängt, da kannst du einfach nur aus dem Punkt deinen Vektor erstellen. Der Vektor von O nach A, also vom Ursprung zu A, startet ja logischerweise direkt im Ursprung. Das heißt, hier werden wir einfach den Punkt A in Vektorschreibweise untereinander schreiben. Ein bisschen anders sieht das bei einem Vektor von A nach B aus, denn der Vektor startet ja offensichtlich in A und geht nach B, nicht mehr im Koordinatenursprung. Einen Verbindungsvektor berechnet man immer mit Hinteres minus Vorderes, also in dem Fall dann B minus A. Und ich muss jetzt hier unbedingt eine Klammer setzen, da dieser Vektor, da man erstmal so den Vektor berechnet und da wir diesen kompletten Vektor auf die Hälfte verkürzen wollen. Daher die Klammer drum, dass man die Punkt vor Strichrechnung hier außer Kraft setzt. Jetzt, wenn wir es so aufgeschrieben haben, können wir eigentlich nur alles einsetzen, also unsere Punkte einsetzen und zwar in Vektorschreibweise. Also erstmal der Vektor A mit 1, 4, minus 2, dann plus 1/2 mal. So, jetzt kommt der Vektor B mit 1, 2, 6, so, minus der Vektor A, also 1, 4, minus 2. Jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns erst einmal um den Ausdruck in der Klammer. Das heißt, wir übernehmen den ersten Vektor, 1, 4, minus 2 und auch diese 1/2 mal. Und die Minusrechnung ist relativ einfach auszurechnen, denn sie funktioniert tatsächlich koordinatenweise. Das heißt, oben minus oben, Mitte minus Mitte, unten minus unten. 1 minus 1 ist 0, 2 minus 4 ist minus 2, 6 minus minus 2, da ein bisschen auf Rechenzeichen und Vorzeichen achten. Minus und Minus ergibt nämlich Plus, also 6 plus 2 ist 8. Und jetzt gilt natürlich auch hier die Punkt-vor-Strich-Rechnung. Das heißt, der erste Vektor wird wieder übernommen. 1, 4, minus 2. Du kannst natürlich auch den einen oder anderen Rechenschritt, wenn du möchtest und wenn du dich so konzentrieren kannst, im Kopf ausrechnen. Aber Zahl mal Vektor heißt, dass man jeden Eintrag dieses Vektors mit dieser Zahl multipliziert. Das heißt, für den ersten Zahl rechnen wir 1/2 mal 0, das ist 0. Für die zweite Zahl rechnen wir dann 1/2 mal minus 2, das ist minus 1. Und dann 1/2 mal 8, das ist 4. Jetzt noch ein letzter Rechenschritt, dann haben wir auch schon die Koordinaten des Mittelpunktes. Die Addition funktioniert exakt genauso wie die Subtraktion, das heißt auch wieder koordinatenweise. Für oben rechnen wir 1 plus 0, das ist 1. Für die Mitte rechnen wir 4 plus minus 1, also plus minus ergibt ja minus. 4 minus 1, das ist 3. Und für unten dann minus 2 plus 4, das ist 2. Und ich denke, ich kenne Lehrer, die dann tatsächlich noch einen Punkt abziehen, wenn man jetzt nicht nochmal die Koordinaten als Punkt tatsächlich notiert. Daher einmal noch ganz kurz den Mittelpunkt notieren als Punkt, also 1, 3, 2 und dann wirst du da auch volle Punktzahl in deiner Klausur erhalten. Und ich sagte eingangs schon, dass es hier auch noch eine andere Herangehensweise gibt, die zeichnen wir einfach mal ein mit Rot.
Ich habe mich jetzt gerade entschieden, als erstes zu dem Punkt A zu gehen. Ich hätte aber auch genauso gut zu dem Punkt B als erstes gehen können. Das heißt, vom Koordinatenursprung zu B. Und von dort aus wäre ich dann die Hälfte von B nach A gegangen. Also bis hierhin. Also die Hälfte von B nach A. Wenn du das richtig ausrechnest, wirst du exakt zum selben Ergebnis kommen. Ja, das war auch schon die Möglichkeit, wie man den Mittelpunkt einer Strecke mit Hilfe von Vektoren berechnet. Gib mir gerne mal Feedback zu diesem Video. Schreib mir auch gerne mal deine Videowünsche. Ich würde mich wie immer freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest und vielleicht sogar die Glocke aktivieren würdest, denn dann wirst du benachrichtigt, sobald ein neues Video erscheint. Und das höchste der Gefühle wäre natürlich, wenn du dieses Video oder diesen Kanal deinen Mitschülern, Freunden oder was auch immer empfehlen würdest, sodass noch ganz, ganz viele Menschen hier auf diesem Mathe-Kanal aufmerksam werden. Und ja, das war's von mir für heute. Ich hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.